Hautstein, der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Ihr hört drei Fragen an, der Podcast zur Ausstellung Hautstein von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Wir stellen heute unsere Fragen an Steffen Schröder. Steffen Schröder hat den Text von Jonte gelesen und Jonte begann eigentlich eher so als Straßenpunker und endete im Gefängnis, wo er auf Rechtsextreme traf und ist dann Teil der rechtsextremen Szene in Nordrhein-Westfalen geworden. Steffen Schröder vielleicht noch kurz. Steffen Schröder begleitet die Arbeit von Exit Deutschland schon geraume Zeit. Als Vollzugshelfer hat er da verschiedentlich schon immer wieder Erfahrungen mit unserer Arbeit sammeln müssen und seit mehreren Jahren arbeiten wir mit Steffen Schröder zusammen. Von daher wäre meine erste Frage an Steffen Schröder eigentlich, was macht es bei all deiner Erfahrung, die du ja schon hast mit dir, wenn du jetzt doch nochmal so eine Geschichte liest, die dann einsprichst, also welche Gedanken kommen dir da eigentlich? Interessant an dieser Geschichte finde ich vor allem den Umstand, dass jemand, der ursprünglich aus einer sehr linken Richtung, vielleicht sogar aus dem linksextremen Milieu kommt, sich auf einmal dem Rechtsextremismus zuwendet. Das hätte ich früher für völlig undenkbar gehalten und geradezu absurd gefunden. Inzwischen weiß ich aus der Erfahrung, dass so etwas relativ häufig vorkommt. Ich betreue selber schon seit einigen Jahren einen rechtsextremen Aussteiger bei Exit und auch er hat mir mal erzählt, dass als er sich dem Rechtsextremismus der rechten Szene zugewendet hat, für ihn das Politische gar nicht so wesentlich war und er meinte damals auch, es hätte genauso eine Gruppe von Punks sein können. Das, was ihn so reingezogen hat und was für ihn so verlockend war, war dieser große Zusammenhalt, im Grunde eine Familie zu finden, in der man sich zu Hause fühlt, aufgehoben fühlt. Und das ist eben auch etwas, was den Ausstieg dann umso schwieriger macht, weil in dem Moment, wo man aus diesem Kreis aussteigt, ist man natürlich, betreibt man Verrat an seiner Familie, und die Leute, die eben die Freunde, die Kameraden, die gefühlte neue Familie war, die werden auf einmal zu Feinden. Und das macht es dann oft unglaublich schwierig. Da habe ich mir früher keinen Begriff von gemacht, wie schwierig so ein Ausstieg ist und mit was für Ängsten und ja auch Gefahren das verbunden ist für denjenigen, der aussteigt. Und da wird die Arbeit von Exit eben nochmal extrem wichtig, die Leute dabei zu unterstützen in diesem schwierigen Schritt. Wenn du dir jetzt mal so Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft anschaust, was macht da aus deiner Perspektive, was macht dir da am meisten Sorgen? Am meisten Sorgen macht mir persönlich die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft. Am deutlichsten sieht man das gerade sicher in den USA, aber auch bei uns findet es zunehmend statt. Und ja, das ist was mich sehr nachdenklich werden lässt. Ich denke, verstärkt wird alles noch in diesen momentanen Pandemiezeiten, wo es einfach so ist, dass sich jeder natürlich nach einfachen Lösungen sehnt und ja, gerade so etwas wie ein Virus, das neu ist, das man noch nicht richtig erforscht hat oder gerade erst dabei ist, das für den Verstand überhaupt nicht zu greifen und zu fassen ist, sehnen sich die Leute nach einfachen Lösungen und die bieten dann eben irgendwelche Verschwörungstheorien. So erkläre ich mir das zumindest, dass ich bei den unterschiedlichsten Menschen merke, dass die da zunehmend offen sind in sehr eigenartige Richtungen. Und eine große Schwierigkeit sehe ich auch darin, dass die Leute zunehmend das Vertrauen in die Medien verlieren. Und eben sozialen Netzwerken, irgendwelchen geposteten Statements da mehr vertrauen als dem, was
geschulte und ausgebildete Journalisten von seriösen Medien berichten. Das sind Dinge, die mich doch sehr nachdenklich werden lassen und wo wir, glaube ich, gerade so im Stichpunkt Medienkompetenz in den nächsten Jahren einiges zu tun haben werden. Mit Blick auf die Geschichte von Jonte, aber auch von vielen anderen Aussteigern und auch mit Blick auf die eigene deutsche Geschichte, was wünschst du dir, dass sich Geschichte nicht wiederholt? Generell wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft toleranter werden, dass wir wieder lernen, mehr aufeinander zuzugehen. Und ja, da kann man letztendlich immer nur als erstes an sich selber arbeiten. Ja, vielen Dank, Steffen. Das waren jetzt deine drei Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, wie immer gern per E-Mail an uns. Hört euch die Geschichte von Jonte an, gelesen von Steffen Schröder, aber auch natürlich die anderen spannenden Geschichten. Und wir werden weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Shownotes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.